Meine Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich mache jetzt etwas, das ich so schnell nicht mehr tun wollte. Ich habe mir geschworen, nichts mehr zu äußern, was ansatzweise mit der österreichischen Innenpolitik zu tun hat. Nach der sogenannten Ibiza-Affäre hatte ich die Nase dermaßen voll von der österreichischen Innenpolitik, von diesem Affentheater, dass ich gar keine Worte dafür habe. Nichtsdestoweniger möchte, ja muss ich, zu diesem Thema einfach ein paar Takte loswerden. Soeben habe ich in den Nachrichten gesehen, dass er wieder zurück ist. Die Rede ist natürlich von Mr. Ibiza, Heinz-Christian Strache. Er hat seine Partei, die eigens für ihn gegründet wurde, umbenannt in Team HC Strache, Allianz für Österreich, und beabsichtigt offenbar, bei nächster Gelegenheit mit dieser Partei bei einer Wahl anzutreten. Die wenigsten Menschen, die mich näher kennen, können sich das heute noch vorstellen. Aber tatsächlich war auch ich einmal ein Sympathisant der FPÖ. Mein Bruch mit der Partei und mit ihrer Ideologie liegt schon länger zurück. Die Ibiza-Affäre hat mich allerdings noch einmal bestätigt, dass meine damalige Entscheidung, mich von dieser blauen Pest loszusagen, völlig richtig war. Die Verlogenheit, die Dreistigkeit, mit der Strache hier zu Werke geht, ist kaum in Worte zu fassen. Um es zu verdeutlichen, was ich meine, möchte ich Sie einladen, mit mir auf eine kurze Zeitreise zu gehen. Nein. Nein. Wir haben nicht telefoniert. Ich glaube, ich habe uns das letzte Mal gesehen bei meiner Redoute in Kärnten, bei meinem Ball. Da hat er mich einmal beehrt, der Heinz-Christian, und da haben wir miteinander, und du dich erinnerst, ein gutes Glas Sekt getrunken, und das war es auch dann. Ansonsten werden wir unsere Arbeit in den getrennten Parteien vornehmen und schauen. Aber Herr Haider, ich pflege mit Ihnen seit dem Jahr 2005 das vertrauliche Du-Wort nicht. Und das hat einen guten Grund, auch wenn Sie sich vielleicht nicht daran halten wollen. Aber ich denke schon, Sie sollten das respektieren, denn es ist schon einiges vorgefallen. Und gerade das wurde heute auch angesprochen. Wenn jemand so wie Sie, der in der FPÖ eine große Verantwortung einmal hatte und durchwegs auch einmal einen sehr, sehr guten Weg gegangen ist, und ich sage, ich war auch einer von vielen Österreichern, der einmal begeistert von Ihnen war und dann schwer enttäuscht worden ist von Ihnen, so wie viele Österreicher, weil Sie diese Partei, die Freiheitliche Partei, aber auch die Österreicher, verraten und verkauft haben. Das, meine Damen und Herren, war ein Ausschnitt aus der Konfrontation im Wahlkampf 2008. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war damals 16 Jahre alt und gerade wahlberechtigt geworden. Ich kann mich gut daran erinnern, wie Heinz-Christian Strache den Jörg Haider über Jahre hinweg öffentlich mit Dreck beworfen hat. Jetzt hingegen macht Strache genau das, was er Jörg Haider vor 12 Jahren vorgeworfen hat. Und wofür er ihn auch das Übelste verteufelt und beschimpft hat. Er hat ihn als Verräter hingestellt. Das haben wir eh gesehen im Ausschnitt, da brauche ich ja nichts sagen dazu. Jetzt macht er genau das. Und ich frage mich, kann sich dieser Mann noch im Spiegel anschauen, ohne das Spiegelbild anzuspucken? Wie wenig Rückgrat kann der Mensch haben? Die Spesenaffäre mal völlig außen vor. Klar ist es verlockend, wenn man Zugriff auf so viel Geld hat. Ob das Steuergeld ist oder nicht, ist ja mal völlig zweitrangig. Klar ist es verlockend, wenn man darauf Zugriff hat und das über die Partei abrechnen kann. Wie viele Leute rechnen irgendwas über die Firma ab, obwohl sie es nicht dürften? Das alleine will ich ihm noch nicht vorwerfen. Obwohl es natürlich auch höchst moralisch verwerflich ist, keine Frage. Und auch strafbar, davon ganz abgesehen. Was ich ihm viel eher vorwerfe, ist das, dass er einerseits dem Jörg Haider vorwirft, die Partei, die Gesinnung, die Werte, was auch immer das für Werte sein sollten, verraten und verkauft hat, 12 Jahre später aber genau dasselbe macht. Nur um an der Macht zu bleiben, nur um vielleicht die ÖVP auf dem anderen Weg überholen zu können, indem man ihr Stimmen wegnimmt, indem es eine dritte rechtsradikale Partei gibt. Mittlerweile muss man ja die ÖVP auch als rechtsradikale Partei sehen,
sich danach mit der FPÖ zusammensetzen, wieder fusionieren und stärkste Kraft im Land sein. Dasselbe hatte ja Jörg Haider ebenfalls vor. Entsprechende Gespräche gab es ja nach der Wahl 2008 zwischen Haider und Strache. Das Einzige, was diesen Plan verhindert hat, war Haiders Autounfall. Und ich muss mich wirklich fragen, für wie dumm hält Strache seine eigenen Wähler eigentlich? Jeder, der so alt ist wie ich oder älter, kann sich an 2008 an diese Konfrontation sicher noch erinnern. Jeder hat sie gesehen. Vielleicht haben sie einige nicht gesehen, dann haben sie es jetzt gesehen. Das ist ja kein Fake. Das hat er wirklich so gesagt. Und jetzt macht er genau dasselbe. Nicht wenige haben ihn deswegen damals gewählt, weil sie eben Haider für einen Verräter gehalten haben. Dabei war Haider nur ein Mensch, ein machtgeiler Mensch, ja. Aber nur ein Mensch, kein Verräter. Er hat halt die Vorteile gesehen, eine eigene Partei zu gründen und über Umwege das zu erreichen, was auf normalen Weg nicht gegangen wäre. Strache geht jetzt denselben Weg, scheißt aber seinen Förderer dafür jahrelang ins Knack. Und will sich jetzt als Saubermann präsentieren, dem die ganze Welt nur Unrecht getan hat. Mal konkret, liebe FPÖ-Wählerinnen und Wähler, wollt ihr euch echt so verarschen lassen? Wenn ihr bei der nächsten Wahl die FPÖ wählt, oder auch HC Strache selbst, das ist, ich kann es nicht oft genug sagen, das ist, wie wenn ihr euch im Winter in die Hosen brunst, weil es so schön warm ist. Lasst euch doch nicht verarschen, um Himmels Willen. Wenn ihr euch für diese Frechheit von Strache, euch so für dumm zu verkaufen, wirklich rächen wollt, dann bleibt am Wahltag besser gleich zu Hause. Wäre noch weit gescheiter, als irgendeiner solchen halsabschneiderischen Partei die Stimme zu geben. Ich will hier keinen zum Nichtwählen animieren. Aber anzudenken wär's. So viel mal von meiner Seite.